Details sind hier mit der neuen Grafik etwas schwierig zu erkennen, muss ich zugeben. So, ich denke mal so 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Irgendwas sieht komisch aus. 1, 2, 3, 4. Achso. Ja, das stimmt doch nicht ganz so. Ups, das war zu viel. Überlegen wir mal. 1, 2, 3, 4. Wie habe ich es denn hier oben gemacht? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann 1, 2, 3, 4. Ja. Stimmt doch soweit. Also 1, 2, 3, 4. Erzählen wir von oben nochmal. 1, 2, 3, 4. Säule 1, 2, 3, 4, 5. 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 Säule. Jetzt habe ich es wieder falsch. 1, 2, 3, 4. Also hier muss die Säule hin. 1, 2, 3, 4, 5 Säule. Sieht irgendwie komisch aus. Wisst ihr was? Ich mache einfach nur so halb. So, hier eine Säule und hier eine Säule. Das dürfte reichen. Ja. Und hier auf der anderen Seite genauso. So. Jetzt suche ich mir hier die Mitte aus. Das müsste die Mitte sein. Und dann kommt von hier aus ein neuer Raum hin. So, fast richtig. Denn ich habe ja immer so spezielle Übergänge zu so separaten Lagerräumen. So. So. Und so, das ist jetzt mein Raum für Stein. Und dann baue ich hier auf der anderen Seite noch meinen Raum für Glas. So. So. Okay, jetzt können wir endlich das Spiel mal weiterlaufen lassen. Oder auch nicht. Der Carpenter macht uns nämlich jetzt noch ein paar Barrels. Damit wir aus den Stocks... wir haben Fisch. Wir haben rohen Fisch. Fällt mir gerade so auf. Das heißt, wir bräuchten auch demnächst mal einen Fischer-Workshop. Jetzt muss ich mal kurz in den Therapist gucken. Fishing... Praying, Sorcery, Fishing. Wir haben einen Fischer, der auch gleichzeitig ein Fischcleaner ist. Das ist gerade unser Farmer. Fish Farming. Also ja, Dweller ist unser Fischer gleichzeitig, auch wenn er unser Farmer ist. Hm. Gut, dann bauen wir für ihn auch einen Entfischer. Aber erstmal müssen wir die Küche gucken. Oh, wir können den rohen Fisch kochen. Wir brauchen ihn gar nicht cleanen. Gut. Spores, Strawberry Seeds. Prickleberry Seeds. Was haben wir denn alles an Trinken? 10.
Wir haben nicht mehr viel Prickleberries, die wir verkochen können, verbrauen können oder verkochen. Hat hier jemand einen Kochauftrag? Nein. Da macht einer Rockcrafts. Das soll er jetzt mal unterlassen. Das suspenden wir mal. Da wir jetzt wissen, dass unsere Karawanen nicht so schnell kommen werden. So, und unser anderer Miner. Wer war unser anderer Miner? Das war ja natürlich einmal Chris, der... Genau, Mining. Ist unser Braumeister noch. Sehr schön. Also Piggledy darf brauen und gleichzeitig Steine schleppen. Beziehungsweise Steine wegkloppen. Müssen wir nur drauf warten. Store Item Stockpile. Wir haben übrigens recht viel hier, was gestort wurde. Und wenn wir schon mal dabei sind, gucke ich mir mal kurz in die Workshops. Was brauchen denn so die Automatic-Sachen? Pipe-Sections, die können wir im Carpenter machen, aus Holz. Building Material Blocks, ja, da müssen wir unserem Stonecrafter erstmal sagen, dass er... ja, dass er eben... ein paar Stone Blocks machen soll. Dann machen, bauen wir als erstes nämlich den Stone Cutter, wenn wir soweit sind. Ah ja, und jemand minert schon fleißig. Und wie schnell irgendwie. Wie sieht es eigentlich mit unserem Wagen aus? Ist der leer? T. Nein, es sind noch Anthrazite drin. Wir haben aber, wenn ich richtig gesehen habe, genug Glas. Also das fällt unter Wolf Gems. Wir haben auf jeden Fall genug Green Glas. Und wenn wir schon mal dabei sind, gucken wir mal kurz, aus was wir Sawblades herstellen können. Auch aus grünem Glas. Gut. Das ist sehr schön zu wissen. Ah, Migrants. Was kommt denn da Schönes? Ein Metalsmith, okay. Dann lassen wir die Jungs mal hier kommen. Gucken nochmal. Wir haben einen Metalsmith und wir haben einen Cook gekriegt. Und zwei Childs. Wenigstens sind die Gnomenkinder ein bisschen intelligenter als die Zwergenkinder und helfen auch bei anderen Sachen mit, wenn sie schon ein paar Fähigkeiten haben, was das angeht. Oh, die Brücke wird gebaut, sehr schön. So, die Brücke ist gebaut, das heißt, wir können theoretisch hier unten alles wegchanneln. Ja. Designation Channel. Also das hier. Das hier. Das hier. Kann alles weggechannelt werden. Weil unseren Weg nach oben haben wir ja. So. Und so. Und gut. Oh, hier unten wird auch jetzt die Treppe gebaut. Sehr schön. Und ich muss sagen, unsere Miner-Gnome sind da recht fix. Was sagt er eigentlich? Ich muss mal kurz gucken in meinem Noble-Screen. Also mit N rufe ich den natürlich auf. Mein Chief-Mechanic, also der gute Brenno hier,
hat seine ganzen Aufgaben. Manager ist auch schon. Aber jetzt muss ich mal kurz bei Bookkeeper nach den Settings gucken. Die kamen auf Lobfischissen setzen. Dass er nicht die ganze Zeit nur da beim Rumwuseln ist. So. Und wir haben keine destillierbaren Items mehr. Also mit Z kann ich die Küche, die Übersicht aufrufen und nach den Stocks gucken. Aber das ist okay. 22 trinken dürfte gehen. Die trinken ja eh eher Wasser. Und wir haben keinen Fisch mehr. Doch, wir haben Fisch. Ich könnte also in der Küche sagen, mach Fine Meals. Dann müsst ihr aus dem Fisch Essen machen. Weil es zwei verschiedene Arten von Fischen sind, gibt es halt Fischsuppe. Wow, und hier sieht es schon mal ganz imposant aus. Du hast Sachen im Stockpile, also du Sabur. Und dann werden wir demnächst mal Mechanisms bauen müssen, um die ganzen Brücken mit Levers zu verkuppeln. Aber bis das soweit ist, brauchen wir dann eh erstmal einen Dining Room und so. Das wird dann wahrscheinlich eine Ebene tiefer dann sein. Also noch tiefer als hier. Wobei ich auch hier hätte einen Dining Room bauen können. Muss ich mir noch überlegen. Also hier oben werde ich wahrscheinlich die Küche und die Brauerei hinstellen. Neben unseren Farmen. Aber jetzt ist erstmal wichtig, dass wir hier Seismic Telegraph und die ganzen anderen Sachen aufsetzen. Und den Seismic Telegraph können wir vorläufig auch erstmal hier unten hinstellen. Der kommt dann nachher in den Spezialraum zu den Dining Rooms oben. Wir haben ja auch noch andere administrative Gebäude. Also Trade Store House. Ach ja, und Studies. Wobei ich gerade nicht weiß, für was das Trade Store House ist. Das müsste wahrscheinlich auch unter den Zwergengebäuden schon stehen. Müsste ich da mal nachgucken. Ich weiß nur, dass ich viel zu viel Ungeziefer hier habe. Hier ist nämlich wieder mal... Was ist denn das hier? Eine Ratte. Ja, eine Ratte, die größer ist als meine... Leute. Und wie sieht's hier jetzt schon aus? Einer meiner Beatles hat sich darunter verirrt. Also ja, ich habe auch keine Ahnung, welche Tiere ich unbedingt draußen halten sollte. Wo ist denn zum Beispiel mein... Oh, Wombats. Wo ist zum Beispiel mein Pferd? Achso, das halte ich bereits draußen. Gut. Ja, wie ich das mit dem Fluss mache, weiß ich auch noch nicht so ganz. Also ja, ich brauche Wasser und dazu muss ich wahrscheinlich den Fluss irgendwie anschneiden. Aber ich habe schon mal so geplant, mit dem Wasser es anders zu machen als in der zweiten Staffel. Anstatt dass ich hier einen fließenden Strom einfach durch meinen Fort treiben lasse, mache ich einfach eine kleine Kaverne, flute die total mit Wasser und der Winter kommt. Sind das jetzt Koalas? Nein, das sind immer noch Wombats. Also ja, das hier sollen Wombats sein. Wobei ich immer dachte, Wombats wäre so eine Art Ratte. So, wenn wir schon mal dabei sind. K, du machst hier mal Wheelbarrows. Und zwar 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wheelbarrows. Und du hast Wheelbarrows? Nein, okay.
dass wir unseren beiden Steinstockpiles, die ich da unten jetzt gleich designieren werde, Wheelbarrows zuweisen können. Und dann werden wir auch ein Dumpyard machen und mal alles Stein im dort dumpen. Also P, Stone. Ja, wir haben sehr viel Stein, wie man sieht. Und wir brauchen 2 Steinstockpiles. So. Gut. Und hier kann ich die Anzahl der Wheelbarrows auf 3 setzen. Ja. So, es kommen schon Leute mit Wheelbarrows an und mit Steinen. Also ja, ich werde wahrscheinlich die meisten Steine einfach dumpen. Also werde hier unten mit I eine Zone machen. Also I-Zone. Mach hier eine kleine Zone hin. Die sieht man jetzt. Und sag, das ist eine Garbage-Dump. So. Und dann sage ich zum Beispiel mal mit Designation Building Item Property und Dump Items kann ich jetzt Items markieren, die gedumpt werden sollen. Also zum Beispiel mal alle Steine hier, die werden dann rosa markiert zum Dumpen. Also dass man sieht, dass auf denen schon ein Dump-Befehl ist. Hier ebenso. Hier kann ich das ja über die ganzen Steinchen hier machen. Oh, hier komme ich blöderweise nicht so ganz gut an die Steine ran. Und wir haben einen Passanten. Also einer meiner Gnome ist groß genug geworden, um ein Passant zu sein. So, das heißt, das hier dumpen wir auch mal alles an Steinen, was hier so liegt. Ganz einfach, weil ich nicht will, dass die Steine uns irgendwie behindern. So. Gibt es weiter oben noch Steine, die gedumpt werden müssen? Ich glaube nicht, nein. Aber hier gibt es noch genug Steine zum Dumpen. Weil lustigerweise gibt es auch einen Bug, wenn Zwerge einen Stein normal tragen. Dann brauchen sie ewig lange, um den zu tragen. So, Gebäude können nicht gedumpt werden. Also die Betten, die zählen als Gebäude. So, jetzt muss ich hier einzelne Steine, kann ich die eigentlich auch einfach anklicken. Ah ja, ich kann es mit der Maus machen. Achso, der setzt mir dann den Mauszeiger dahin. Oh, ups. Das wollte ich nicht. Das heißt, wir machen mal Remove Dump. Holz will ich nämlich nicht dumpen. Das soll hier schön hier oben bleiben. So, und jetzt wieder normalen Dump-Befehl. Und dann markiere ich die Steine zwischen dem Holz. Die brauchen wir ja nämlich nicht unbedingt hier rumliegen haben. Ich weiß, es ist zwar schon ein bisschen Overkill, das so früh zu machen. Aber so ist es vor, wenigstens von Anfang an aufgeräumt. So. Und das Anthrazit steckt immer noch hier drin, ha? Huh? Uses. Make screw pumps set from boulders. Excavate stones. Make exploding blocks for catapult. Stone torch. Heck, okay. Ah ja, und Thumbscrews brauchen wir nachher auch. Das sind die Schrauben, mit denen wir die Pumpe tiefer versetzen können. Gut, gut. Jetzt lassen wir sie erst einmal in Ruhe hier dumpen und minern und so weiter. Ja, die meisten, die nichts zu tun haben, machen jetzt einfach Dump-Item erst einmal.